Die besten Tricks und Fails in Tresorraub mit 6 Zuschauerbeiträgen. Das ist Achtung Lustig Teil 35. Wir starten mit einem Zuschauerbeitrag. Der Hexenchief. Sehr cooler Skin. Mapmaker und Tresorraub. Das ist eine schwierige Kombination. Da geht es nämlich nur noch darum, so schnell wie möglich den Tresor zu zerstören. Ein Wettrennen. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Da geht es wirklich nur noch darum, wer am schnellsten ist. Ja gut, wenn man es weiß, kann man wenigstens den richtigen Brawler mitnehmen. Aber noch nicht jeder hat es verstanden, auf was es bei diesen Maps ankommt. Dieser Bull hier, der hat nur einen Job, nämlich noch einmal auf den Tresor schießen. Und was macht er? Ja, Bull, der schießt auf Bruce. Und das führt natürlich nirgends hin. Schaut euch das an, da braucht er wirklich nur noch einen Schuss auf dem Tresor, hätte gewonnen. Stattdessen dreht er sich um und schießt auf Bruce. Und der ist dann halt schneller. Noch schlimmer ist so eine Map wie diese hier, wo alle eingesperrt werden, wenn sie nicht sofort richtig reagieren und du spielst dann einfach alleine gegen den Safe. Wie diese Pam hier. Keiner kann was ausrichten gegen sie und sie kann in aller Ruhe diesen Safe zerstören. Gelegentlich kommt dann noch ein Meteor von Primo, aber das ist es dann auch. Da ist zum Beispiel wieder so ein Meteor. Pam wird sogar noch getroffen. Das kann sie sich natürlich leisten in dieser Situation hier. In aller Ruhe macht sie den Safe kaputt. Da ist es soweit, der Safe ist weg und Pam hat allein das Spiel gewonnen. Ärgerlich so eine Map, nicht? Bei diesen Wettrennen um den Safe kann es wirklich sehr knapp werden. So wie hier, die beiden Teams auf dem Safe, die ballern so schnell sie können und nur um lächerliche 40 Punkte hat das Team hier verloren. Ja, das war sehr, sehr knapp und da kann man schon mal getriggert sein davon. Wir kommen kurz weg von diesen ärgerlichen Maps. Nein, Quatsch, nicht wirklich. Es geht gleich so weiter, aber nicht mit einem Wettrennen, aber mit dieser Map hier. Primo, da hat mal alles Büsche in der Mitte, das ist natürlich sehr, sehr mühsam. Primo findet seinen Weg. Mortis bewacht da den Safe. Primo geht jetzt rein und schaut euch das an. Mortis geht auf den Teleporter und wird raus teleportiert. Das spielt der Primo hier wirklich sehr schlau. Er stellt sich genau rechtzeitig auf den Teleporter, dass Mortis drin ist und er ist draußen. Und jetzt genau umgekehrt, jetzt wieder Mortis in die Falle gegangen, auf den Teleporter gelaufen und wieder draußen. Falls das nicht klappt, gibt es noch einen Trick, nämlich Mortis einfach rauswerfen. Das hat er jetzt hier gemacht. Mortis muss natürlich warten, bis der Teleporter aktiv ist, wird wieder rausgeworfen. Primo nimmt ja Mortis wirklich hops. Wieder ist Mortis drin und da ist der Safe aber auch schon kaputt. Sehr schlau gespielt hier von Primo. Was meinst du? Glück oder Skill? Manche Maps erfordern ganz spezielle Skills. Zum Beispiel diese Map hier mit den vielen Sprungbrettern. Da musst du zuerst über diese Sprungbretter laufen und schaut euch diesen 8-Bit an. Der arme Kerl ist so langsam. Der kommt einfach nicht an den Sprungbrettern vorbei. Er versucht, jetzt ist mal weit gekommen, aber da wird er schon wieder zurückgeschubst. Er möchte doch nur mitspielen, aber das kann er natürlich nicht. Er schafft es einfach nicht über die Sprungbretter und so kann der arme 8-Bit hier einfach nicht mitspielen. Und wenn er es nicht geschafft hat, versucht er es immer noch. Armer 8-Bit, er ist einfach zu langsam für den schnellen Tresorraub. Wir kommen zu etwas Strategie. Wie trifft man mit Ricos Schüssen den Safe optimal, wenn die Kugeln abprallen? Hält man direkt drauf oder schießt man indirekt auf den Safe? Hier die Star Power von Rico. Pralle Abpraller. Ricos Kugeln, sowohl von seiner Normalattacke als auch von seinem Superskill, werden beim ersten Abprallen aufgeladen und verursachen 124 zusätzlichen Schaden. Der YouTuber Ash hat sich das nun ganz genau angeschaut. Wie trifft man am besten mit dieser Star Power? Und das wird euch überraschen. Variante 1. Du schießt durch den Safe durch und die Kugeln prallen hinten ab und treffen den Safe nochmal. Da machst du doch zweimal Schaden. Ist das so? Viele haben das behauptet, wie man hier sieht. Aber jetzt versucht er es mal und tatsächlich
448 mal 12, das ist der Schaden, den du damit machst. Die Kugeln haben also nur einmal getroffen und ohne den Boost. Was ist aber, wenn du indirekt schießt auf den Safe? Dann macht er 572 Schaden, also geboostet, auch in dieser Variante hier mit dem Boost. Die nächste Frage ist, was passiert, wenn die Kugeln mehrmals abprallen, wie in diesem Beispiel hier? Mehrmals abprallen, gleich mehr Damage? Die Antwort ist nein, es macht genau den gleichen Damage. 572 mal 12. Sehr cool, hättest du das gewusst? Hier nochmal am Stück, du schießt direkt drauf, macht er nur so wenig Schaden? Nein? Dann korrekt, schießt indirekt auf den Safe, macht er mehr Schaden, auch hier der längere Weg. Mehr Schaden, aber natürlich genau gleich viel wie vorher. Und indirekt über zwei Ecken. Genau, gleich viel Schaden, aber jedenfalls besser als direkt auf den Safe zu schießen. Sehr cooler Trick, hättest du das gewusst? Gelegentlich kann Poco in Tresorraub einen Vorteil haben. Nämlich dann, wenn man Poco nichts zutraut. So wie in diesem Beispiel hier. Sollen wir den Typ erledigen? Oh, na, das ist ein Poco. Da kann eh nichts ausrichten am Safe. Also Poco läuft da rum und der wird total ignoriert. Keiner kümmert sich um den Poco, der geht zum Safe. Kann in aller Ruhe Schaden machen an dem Safe. Das interessiert hier überhaupt niemand. Der ist einfach da oben. Auch Nani läuft hier einfach vorbei, denkt sich so, Poco, der macht eh nichts. Da brauche ich mich nicht drum kümmern um den Poco. Klarer Vorteil hier für den Poco. Der kann in Ruhe da weitermachen. Er ist natürlich schon sehr langsam, aber ja, steter Tropfen hüllt den Stein. Das gilt auch mit Poco, seiner Musik hier. Er bleibt einfach dran und macht weiter. Natürlich das rote Team hier in Führung, aber Poco hat Geduld. Geduldig macht er da oben weiter. Jetzt hat er noch ein bisschen Hilfe bekommen von Rosa. Und Rosa natürlich macht mehr Damage. Und jetzt der kleine Schaden von Poco könnte jetzt natürlich den Unterschied machen. Rosa bleibt dran und auf einmal ist das Team Blau in Führung und gewinnt. Ja, schlau gespielt. Poco hat's vorbereitet und Rosa hat dann am Schluss den Tresor abgestaubt. Auch wenig Schaden zählt am Schluss. Wir kommen zum zweiten von 6 Zuschauerbeiträgen. Und nicht nur das, 5 Zuschauerbeiträge in Serie. Zuerst dieser hier. Oh mein Gott, unentschieden in Tresorraub. Wir haben vorhin schon gesehen, es kann sehr knapp sein. Und wie in diesem Beispiel hier, kann es sogar ein Unentschieden geben. Beide auf 0. Und manchmal kann es auch so gehen. Hier in diesem Spiel, das sieht gar nicht gut aus. Team Blau hier schon bei 1% und Team Rot noch 27%. Hier aber wichtig natürlich das gute Zusammenspiel. Team Blau verteidigt hier den Frank sehr, sehr knapp. Ein Schlag von Frank hätte schon gereicht. Jetzt Shelly geht nach oben. Damit natürlich die anderen beiden verantwortlich für die Verteidigung. Schaffen sie denn das? Da wird mal Nani abgewehrt. Funktioniert soweit sehr, sehr gut hier. Die Verteidigung, die Frage ist, können sie es gewinnen? Shelly wurde offenbar erledigt, kommt jetzt wieder von unten hoch. Die Angriffe müssen jetzt natürlich erstmal abgewehrt werden. Nita versucht da durchzuschleichen, wird erstmal erledigt. Shelly hat sich jetzt hochgeschlichen zum Safe und versucht da wieder Schaden zu machen. Dynamike und Penny hier in der Verteidigung. Jetzt geht der rote Safe runter. Können sie das gewinnen? Team Rot braucht nur einen Treffer und da ist es aber auch schon vorbei. Super gespielt hier von Team Blau. Hammer! Was meinst du dazu? Ich sag, super Skill, dass sie das noch gerissen haben. Auch der nächste, sehr, sehr knapp. Ja, man könnte hier tatsächlich die Hoffnung aufgeben. Die sind beide sehr tief. Team Blau bei 7, Team Rot bei 8%. Jetzt Team Blau hier fast verloren. Und dann haben sie es irgendwie doch noch geschafft, das zu reißen und zu gewinnen. Unglaublich knapp. Tresorraub, ein Wettrennen mit der Zeit, führt zu sehr knappen Siegen. Oder dann diese sehr schnelle Runde hier in Tresorraub. Ist es die schnellste Runde? Ich glaube nicht, aber schon sehr, sehr schnell. Team Blau hier im Angriff. Die Gegner leisten da ein bisschen Gegenwehr. Team Blau geht nach oben, Nita schon auf dem Safe und jetzt Tick feuert voll auf den Safe. Das geht natürlich wirklich schnell. Edgar auf dem Safe, der ist natürlich sehr, sehr stark. 8-Bit völlig in Ruhe gelassen da in der Mitte und kann da auf den Safe feuern und da ist es schon vorbei. Sehr gut gespielt. Geschwindigkeit?
zählt auf diesen Maps. Hier haben wir wieder ein sehr schlagkräftiges Team am Start mit Daryl, Rico und Karl. Die springen jetzt da hoch. Und auf der anderen Seite aber auch ein starkes Team. Daryl, Colt und Karl. Und jetzt fängt das Wettrennen an. Beide feuern hier aus vollen Rohren. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Ganz kurz vor Schluss lag Team Rot nach vorne mit 6%. Danach aber leider ganz, ganz knapp verloren. 1% gegen 0%. Das tut weh, so eine knappe Niederlage. Falls du auch einen coolen Trick oder Fail hast, kannst du ihn gerne mit mir auf meinem Reddit teilen. Und wer weiß, vielleicht ist dein Beitrag dann in einer der nächsten Folgen von Achtung lustig. Jetzt geht's weiter. Der Daryl mit dem großen Gehirn. Beim nächsten Clip. Was denkt ihr? War das Glück oder Skill? Hat der Daryl wirklich so ein großes Hirn? Er geht da nach oben, teleportiert darüber und jetzt schau mal die Rolle an. Im Zickzack zum Safe und kann dann hier die entscheidenden Punkte noch rausholen, damit sie gewinnen. Sehr gut gespielt auf jeden Fall vom Daryl und er ist dann auch Star Player. Also vielleicht eher Skill als Glück. Was meinst du? Terra hat ein neues Gadget. Hier sehen wir das neue Gadget. Schattenspieluhr. Terra umgibt sich mit drei schwachen Schatten, die Gegner angreifen und nach 6 Sekunden verschwinden. Sie kann es dreimal nutzen. Auch das lässt sich super in Tresorraub einsetzen. Hier der Vergleich mit Spike. Damit ist Tara jetzt sogar besser als Spike. Schaut euch das an, den Schaden, den Tara hier macht, da kann der Spike nicht mehr mithalten. Da ist sie jetzt viel, viel, viel schneller. Und das ist natürlich gut zu wissen, da es jetzt ja nur noch um Geschwindigkeit geht. Auf Custom Maps in Tresorraub. Also, Terra mit dem neuen Gadget spielen. Hättest du das gedacht? Ja, so sieht's aus. Du bist jetzt nicht mehr sicher vor Terra in Tresorraub, wenn sie da ihre drei Schatten mitbringt. Also Vorsicht! Die ist gefährlich. Ja, die Zeiten ändern sich. Wir erinnern uns noch einmal an unseren Spike, als er noch OP war. Da ist er! Unser Spike, er greift an. Auf dem Weg zum Tresor, wie sich das gehört, er schleicht da hinten rum in Pink. Das heißt aber nicht, dass er harmlos ist, im Gegenteil. Und die machen natürlich da einen riesen Fehler. Die ignorieren ihn. Spike auf dem Weg zum Tresor und dann geht's einfach schnell. Aber nein, nein, Spike ist perfectly balanced, also sehr gut balanciert. Überhaupt nicht OP. Der macht einfach den Safe alleine kaputt. Da haben sie keine Chance gegen den Spike. Ja. Gute alte Zeiten mit Spike. Aber er ist ja immer noch stark, also keine Panik mit Spike auf der Titanic. Wow, das waren sehr, sehr coole Tricks und Fails in Tresorraub. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bitte abonniere meinen YouTube-Kanal und aktiviere die kleine Glocke, damit du auch in Zukunft keine Folge verpasst. Und viel Spaß bei einem von diesen Videos.